ich war ja schon in der Saatzone vorher mit dem Flieger und da haben wir auch wirklich schon einen großen Unterschied gemacht. Also auch da haben wir Boote zwar nicht aus Seenot gerettet, aber gefunden, sodass sie gerettet werden konnten. Ja, das erste Mal, dass wir ein Boot gefunden haben, weiß ich noch ziemlich genau mit Moonbird. Das war ein sehr krasser Moment und eine krasse Mission, weil wir insgesamt 4 Boote gefunden haben. Alle davon waren der Seenotrettungsleitstelle noch nicht bekannt. Und eines davon war sehr, sehr dicht dran zu sinken. Die hatten schon ganz viel Wasser im Boot und das Boot war völlig, es war ein Rubberboot mit 130 Leuten an Bord, völlig überladen. Das Innere des Bootes war im Prinzip ein Swimmingpool schon. Und das nächste Boot war relativ weit weg. Und letztlich hat dann ein irisches Kriegsschiff dieses Boot abgeborgen. Aber das haben wir erst erfahren, als wir wieder zurück auf Malta waren. Das Adrenalin, wirklich die ganzen Stunden, die man im Flieger ist, weiß man nicht, was mit diesen Leuten passiert ist. Haben die es geschafft, haben sie es nicht geschafft? Und dann sind wir in Malta gelandet und haben uns um den Flieger gekümmert, haben den Flieger wieder getankt und fertig gemacht. Und irgendwann kam dann diese Nachricht, alle Leute lebendig an Bord des irischen Kriegsschiffes. Und dieser Moment, wenn einfach dieses ganze Adrenalin wegsackt, ist sehr extrem und sehr intensiv. Auf dem Schiff ist es einfach sehr viel direkter. Man trifft die Menschen, man holt sie wirklich aus diesen kleinen Schlauchbooten oder Holzbooten heraus und sie erzählen einem ihre Geschichte und ja, aus einer Gruppe, von denen man normalerweise einfach nur als Migranten oder als Geflüchtete spricht, werden auf einmal Individuen. Und das ist sehr besonders an einer Mission auf dem Schiff. Ich bin Maria, ich bin 23 Jahre alt, bin jetzt gerade auf meiner ersten Mission für Sea-Watch, bin als Köchin unterwegs, habe vorher diesen Sommer schon mal in der Werft gekocht und ja, freue mich jetzt endlich mal auf See zu kochen. Ich bin hier, weil ich immer auf eine politische Lösung gewartet habe und es nicht glauben konnte, dass Europa das irgendwie nicht gebacken kriegt. Und ich habe gewartet und gewartet und es ist leider nichts passiert, wo ich dachte, okay, das ist jetzt irgendwie eine Lösung. Und habe dann für mich beschlossen, dass ich nicht mehr warten will, sondern zumindest irgendwie einen Flicken auf dieses Problem machen will. Das, was wir hier tun, ist lange weit entfernt von einer Lösung. Aber für mich sind die zwei Dinge Seenotrettung und politische Lösung wirklich zwei unterschiedliche Schuhe. Zum Meer. Sehr ambivalent. Ich werde nicht so schnell seekrank, aber bei hohen Wellen durchaus. Und auf dem Schiff fühle ich mich total wohl. Ich liebe es, wie das Schiff hier schaukelt und jetzt in der Sonne irgendwie auf dem Meer zu sein, die Wellen zu hören, das finde ich total schön. Gleichzeitig habe ich eine Heidenangst vor dem Meer. Also ich bin hier auf diesem großen Schiff, fühle ich mich wirklich wohl. Aber wenn ich auch nur daran denke, auf so einem kleinen Holzboot oder geschweige denn so einem Gummiboot auf diesem Meer hier rumzudümpeln, macht mir das eine Heidenangst. Also ich würde es niemals machen. Und kann mir auch nur vorstellen, dass man das tut, wenn man extrem verzweifelt ist, weil es einfach absurd verrückt ist. Ja, von daher liebe ich das Meer und gleichzeitig macht es mir wirklich Angst. Ja. Ich hatte eine sehr gute Beziehung zu einer Frau aus Kamerun, der im libyschen Gefängnis der Fuß gebrochen wurde, weil sie dort geschlagen wurde, weil sie sich geweigert hatte, sich missbrauchen zu lassen. Die einfach so aufgeblüht ist hier an Bord. Die kam hier an Bord und war völlig ja, erschöpft und ja, hatte überhaupt keine Kraft mehr. Und nach 2 Tagen hier an Bord ging es ihr einfach schon so viel besser. Und es ist einfach generell so schön, hier die Leute zu treffen. Und hier ist der Moment ihrer größten Hoffnung, wenn sie hier an Bord sind. In Libyen ist alles furchtbar. Sie haben irgendwie die Hoffnung, es nach Europa zu schaffen, aber wissen genau, die Chancen stehen nicht so besonders gut. Und sobald sie in Europa ankommen, kommt halt die Realität auf sie zu, dass eben Europa auch nicht die Lösung für alles ist.
Und deswegen ist es einfach generell so unfassbar schön, hier die Leute in so voller Hoffnung zu treffen. Und das spiegelt sich dann auch in den Geschichten wieder, die man hört.